Wir haben so ein bisschen hier hinten im Klo geparkt, so auf dem Parkplatz. Hier, kein Handanlenker, das ist doch eine schlechte Idee. Ach, oh, guck mal, das Lenkrad lenkt von selbst. Ich halte eben an und flitze rein. Wieso ein deutscher parkst du jetzt ein? Halt doch mal deine Fresse. Ja, ich gehe jetzt halt mal kurz 2-3 Meter in den Schacht rein. Ah, das ist das Ding! Das ist dieser Energiesteinkreis. Ihr wisst, wir haben 3 Bus. Guten Morgen, wir sind erwacht. Die Sonne scheint auch schon. Ich glaube, hier, ihr seht es auch ziemlich direkt in mein Gesicht. Und Frühstücksvorbereitung. Ja, hier. Top. Ach so, nee. Was für einen willst du? Wir lassen das. Ich mache eben hier den Kocher an, damit das Wasser schon warm wird. Und zeige euch in der Zeit mal ein bisschen die Umgebung. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen hier hinten im Klo geparkt, so auf dem Parkplatz. Also, weil der war auch bei Park von halt eingezeichnet als Übernachtungsparkplatz. Und wir wollten halt möglichst ruhig und gelegen stehen und so ein bisschen unsere Ruhe haben. Deswegen stehen wir jetzt halt hier so ganz am Ende, so hier halb im Gebüsch. Also nicht im Gebüsch, aber bei den Büschen. Und ja, ich glaube, das wird aber so entsprechend des Öfteren als Toilette benutzt. Ich wollte euch mal eben nochmal wieder einen Einblick in unser Frühstück geben. Also wir haben Brot. Ja, hier halt aus Spanien. Ich habe jetzt beide Brote in eine Packung getan, weil wir beide Packungen angefangen haben. Haben wir hier so Ziegenkäse, Krümelkäse und verschiedene Aufstriche. Die haben wir noch aus Deutschland, genauso wie die Erdnussbutter. Genau, und es gibt Kaffee. So, und dann mal von hier der Schlafplatz. Ich mache jetzt auch nochmal ein Foto und wir gehen jetzt kurz hier hoch zu diesem Gebäude. Zumindest gucken wir mal, was da ist. Genau. Ich trage meinen Schal, weil der Wind ist kühl, aber in der Sonne ist an sich schon schön warm, gerade jetzt mit einer dunklen Jacke, das ist perfekt. Ja, ich mache mal eben ein Foto und wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt, sind hier 1 Milliarde Autos, schon ganz viele Wanderer und so. Fass den erstmal an. Hab ich doch gesagt. Nach da. Nach da. Was denn? Das Ding ist zu groß, ich krieg den nicht gesteuert. Aber wir kommen hier durch. Was? Dieser Mistbaum. Aber der war doch total locker, oder? Ja, natürlich ist der locker, aber der fällt in irgendeine Richtung. Der lässt sich doch nicht kontrollieren. Dann räumen wir den danach weg. Der ist doch nicht schwer.
die dann mit einer B-Klasse hier lang gekommen sind. Aber die haben unter dem Baum einfach nicht durchgepasst. Eben. Oder? So geht's doch auch. Ziel erreicht. Also wir befinden uns hier in einem Gebiet, wo irgendwelche Bergwerke, Minen, wahrscheinlich vielleicht auch noch eine dazugehörige Siedlung, was auch immer ist. Ja, und der Philipp nimmt jetzt die Kamera und geht da rein. Genau. Der Bus macht sein Ding auf jeden Fall super hier. Hätte ich nie gedacht, dass der so gut klarkommt mit. Berg ist auf jeden Fall noch eine Mine. Müssen wir gucken, ob man da irgendwie hinkommt. Hier ist auf jeden Fall dieses Stück Siedlung. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Ist nämlich nur auf Spanisch. Ja. Ist nicht besonders groß hier, aber wir gucken mal weiter. Da hinten oben sieht es auch so aus wie eine Mine. Oder wie so ein kleiner Eingang in den Berg zumindest. Da unten auch. Ja, vielleicht ist dieser ganze Berg so ein bisschen durchlöchert oder die ganzen Berge da drüben. Aber es geht, da oben geht es noch weiter mit Höhlen. Da oben sind noch ganz viele kleine, aber auch zwei große direkt nebeneinander. Also so einfach nur eine Info, dass hier ein Bergbauschacht ist. Geht sogar ein ganzes Stück weit rein. Also ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was seht. Also mich dürftet ihr jetzt kurz sehen. Ich leuchte mal nach vorne, ich fließe jetzt auf die Nase. Ich habe halt auch keine richtige Taschenlampe. Das war richtig schlau, dass wir diesen Urlaub keine Taschenlampe mitgenommen haben. Wir haben tatsächlich nur unsere Handys mit. Ich gehe jetzt halt mal kurz 2-3 Meter in den Schacht rein. Da vorne ist der Ausgang. Hier ist es einfach mega dunkel. Ein Loch, ein tiefes. Hier scheint Licht rein. Aber hier ein Loch ist. Oha, das ist auch tief. Vielleicht so eine andere Sohle oder wie man das nennt, zusammengebrochen. Hier geht es einfach noch tiefer rein. Aber, nee, mit dem Licht wird das nichts. Das kriege ich nicht hin. Ich sehe einfach zu wenig, als dass ich irgendwie hier groß durchwandern könnte. Ich fliege damit auf die Nase. Also belassen wir es bei. Wir haben kurz die Mine gesehen.
hier gibt es, ich hoffe, das Zeug piekst nicht, einen weiteren Minenengang. Ach, ich bin doch doof. Ich gehe gleich nochmal zum Auto. Weil wir haben nämlich festgestellt, wir haben noch unsere coole Grubenlampe. Das wäre das perfekte. Oh, wow. Ist das gerade euer Ernst? Die ist aber groß. Okay. Hat sich erledigt. Ich gehe nicht mit der Grubenlampe hierher. Wir haben die Höhle komplett gesehen. Jeden Millimeter erkundet. Fertig. Ja, da unten gibt es halt ein paar Gebäude noch. Das da sieht für mich aus wie der Grundriss einer Kirche. Ihr habt zwar keine Ahnung von Architektur oder so. Aber ich glaube, wir hatten das mal in Kunst. Dass das so vielleicht die Grundmauern einer Kirche sein könnten, weiß ich nicht. Kommt man da unten mit dem Auto lang? Ich glaube nicht, oder? Mal schauen. Da wandern auf jeden Fall ganz viele Leute. Dem Ding können wir jetzt auch nicht so viel nehmen. Ah, cool. Soweit war ich noch nicht. Bänder. Ja. Wieder Wasser nicht. Na, ich war nur bis zu dieser Treppe da. Ah, du warst schon Wasser mal direkt. Mhm. Ja, von oben hat man das halt alles richtig gut gesehen. Und du hast es ja bestimmt dann auch gefilmt, ne? Von ja, oben. Gefilmt und versucht zu erklären. Ach, hier, ja. Hier, diese Gruben. Da oben ist auf jeden Fall ein Silo. Ja. Nee, cool. Aber sowas ist ein bisschen unser Ding, kann das sein? Ah, das ist das Ding! Das ist dieser Energiesteinkreis, den ich gesehen habe. Wir haben uns lange nicht gemeldet, es ist dunkel. Wir haben gleich ein paar coole Drohnenaufnahmen von... Ich weiß noch nie, ob die coole Drohnen sind. Von da, wo wir jetzt halt waren, an diesem Minenbergwerk, was auch immer, für euch. Vorher wollten wir aber noch erzählen, was wir jetzt gemacht haben, weil wir haben uns nämlich nicht wirklich so bewegt. Also wir sind jetzt nicht irgendwie viel weiter gefahren. Wir fahren dafür jetzt noch, aber eine Viertelstunde oder so nur. Und zwar haben wir uns mit anderen T4-Besitzern getroffen und haben halt, also wir kannten die jetzt nicht persönlich oder so, aber haben uns halt verabredet, weil die waren in Marokko und sind dann halt jetzt durch Spanien wieder zurückgefahren, beziehungsweise sind jetzt halt auch noch ein Stück in Spanien und das war halt echt cool. Weil wir waren halt noch nie auf einem Van-Treffen oder keine Ahnung, haben auch halt noch nie so wirklich mit anderen Busbesitzern uns ausgetauscht oder sowas. Und ich fand es halt echt schön, die beiden waren super nett und haben halt auch einen echt coolen Bus. Und ja, dadurch, dass man halt, sag ich mal, gemeinsames Hobby oder gemeinsame Leidenschaft, das Reisen bzw. den gemeinsamen Bus, nein, beide halt einen Bus haben, also... Beide, also die beiden haben einen Bus und wir drei
ich meine. Also dadurch, dass man ein gemeinsames Hobby sozusagen hat, hat man natürlich auch super viel Gesprächsstoff und sowas. Und gerade ich war halt super interessiert, wie der Ausbau so aussieht und so. Und auf jeden Fall war es halt echt cool. Wir haben ganz schön viel Zeit verbracht. Ich glaube, die Zeit ist einfach echt schnell vergangen, weil dann ist auch die Sonne untergegangen und es wurde echt kalt. Auf jeden Fall war es sehr schön. Wir haben auch ein paar Bilder gemacht. Da würde ich aber um deren Einverständnis fragen, wenn ich euch was einblende. Also wenn ich euch jetzt was einblende, dann habe ich schon gefragt und dann waren sie einverstanden. Genauso bei den Drohnenaufnahmen. Philipp hat nämlich ist in dem Moment geflogen, wo die kamen. Genau. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf einen Campingplatz, wo steht, dass die 24 Stunden Rezeption offen haben. Und den Campingplatz, würde ich sagen, zeigen wir euch auch am besten morgen früh. Unseren Stellplatz vielleicht noch heute Abend, aber es ist ja wie gesagt schon dunkel, da hinten geht die Sonne unter. Es sieht auf jeden Fall super schön aus. Wir fahren wieder Offroad-Strecke. Philipp freut sich da sehr drüber. Genau. Ja? Wir können die Seite von den beiden verlinken, wenn das okay ist für die beiden. Instagram, ja genau. Richtig. Weil die ihren, also die haben den Bus gekauft und seitdem dokumentieren die den Ausbau und alles. Und ich dokumentiere gleich, wie oft du die Hand vor den Spiegel hältst. Sag doch mal was. Hab ich doch gerade.